Hallöchen, ich habe es gestern schon angedeutet. Ich habe heute ein Päckchen bekommen mit einem kleinen Upgrade zu meinem Kamera-Equipment. Ihr wisst, ich nutze die Sony Alpha 6400 und ich habe ein ziemlich offenblendiges Objektiv von Sigma, was mir natürlich dazu verhilft, einen relativ unscharfen Hintergrund im Normalfall zu haben. Wenn man natürlich tagsüber da draußen unterwegs ist, man möchte den unscharfen Hintergrund und man möchte die Shutterregel, also die 180 Grad Shutterregel beachten, dann braucht man einen ND-Filter. Und natürlich habe ich ND-Filter, also einen Variablen, bisher immer gehabt. Ich zeige euch das mal, ich drehe da mal dran, dann dürfte mein Gesicht ein bisschen, ja, jetzt dürfte es der hellste Punkt sein. So, und jetzt wird mein Gesicht dahinter immer dunkler, immer dunkler, immer dunkler. So, schwarz. Ja. So funktioniert quasi ein variabler ND-Filter. Was bei dem nicht so schön ist. Ihr habt jetzt schon gemerkt, ich kann drehen, er wird irgendwann heller und irgendwann wird er wieder dunkel. Das heißt, ich weiß nicht, wo ist die hellste Stelle und wo ist die dunkelste Stelle. Er hat auch wirklich keine Markierung. Was steht denn hier eigentlich drauf? K und F. Das ist sehr lustig, weil die neue Firma ist auch K und F. 67 mm, steht was von der Ding dabei? Nein, da steht nichts dabei. Ich wollte jetzt gucken, wie dunkel er ist, aber das dürfte ähnlich sein wie bei dem neuen. Fakt ist, hier ist der neue drin. Ich muss ihn nur noch auspacken. K und F, also gleiche Firma, nur das Schöne ist, dieser ND-Filter, oh, ist das schön. Schaut mal, hier ist so schön Papier noch drüber gelegt. Oh. Und dann hat man ein rundes Döschen, was viel zu groß ist eigentlich für den Filter. Toll. Naja, egal. Aber was ich sagen wollte, dieser Filter hat einen festen End- und Anfangspunkt. Oder Anfangs- und Endpunkt, wie man das sagen möchte. Ich hole ihn mal raus. Auf Tütchen. So. Gleiche Firma, allerdings wesentlich hochwertiger. Ich habe hier, man sieht so im Reflex, da ist so ein leicht grüner Restreflex drauf. Das ist bei meinem hier nicht. Der ist weiß und der ist grün. Das heißt, der Filter an sich ist schon mal beschichtet, was natürlich Reflexionen mindert. Ich hoffe, dass das gut ist, wenn wir dann sehen im Praxistest. Und was ich mega finde, ist, er hat einen Anschlag. Das heißt, ich kann nicht weiter drehen als so. Das heißt, das ist die hellste Position. Und wenn ich jetzt in die andere Richtung drehe, dann wird er immer dunkler und immer dunkler. Zack. Und das ist die dunkelste Position. Dann war es das. Das finde ich cool. Gerade wenn ich unterwegs bin und ich habe ja die Kamera oftmals hier am Schultergurt hängen, vom Rucksack oder sonst was, und man bewegt sich, ist der Filter, also mein alter Filter, der außerdem sehr, sehr leichtgängig ist und mittlerweile, naja, klappert wie Sau, würde ich mal sagen. Das liegt aber auch daran, dass er halt schon fast 3 Jahre auf meiner Kamera sitzt. Ist nicht mehr das neueste Modell. Naja, und auf jeden Fall, der hier ist zum einen, hat er einen schönen satten Widerstand, wenn ich drehe, und zum anderen hat er kein Spiel mehr. Und es ist kein Staub innen drin, weil in dem Filter habe ich tatsächlich Staub drin, den ich nicht mehr rauskriege. Ich bin jetzt so auf den ersten Blick echt begeistert. Hier steht sogar drauf, das ist ein ND2 bis ND32. Das sollte für die meisten Fälle reichen. Und wenn 32 nicht reicht, mein Gott, muss man halt ein bisschen abblenden auf, keine Ahnung, 2,8. Dann dürfte es wieder gehen. Ja, das ist mein Update für die Kamera. Und morgen, morgen kommt tatsächlich noch ein Update. Aber nicht für die Kamera, sondern morgen kommt ein Update für die Mavic Mini 2. Nein, sie heißt nicht mehr Mavic. Ah, für die DJI Mini 2.
Die machen mich fertig mit ihren Namen. Und zwar kommen da auch Filter und morgen soll die Sonne scheinen. Das heißt, eigentlich ideal zum Drohne fliegen. Das will ich natürlich ausnutzen. Ich kann noch mal ganz kurz das Wetter checken, ob es denn wirklich so ist. Nicht, dass sich das heute im Laufe des Tages verändert hat, aber morgen, Mittwoch, ich weiß nicht, ob man es sieht, ich hoffe es, morgen, Mittwoch, Sonnenschein. Ich hoffe das Beste, drückt mir die Daumen und dann geht es morgen mit Filtern in die Lüfte. Und ich habe ein paar Einstellungen an der Drohne verändert. Ich glaube, man kann da richtig geile Bilder rausholen, auch wenn man kein D-Cine-Like hat, so wie ich das jetzt zum Beispiel hier am Pocket 2 anhabe. Denn in der Tat, da ich meine Kamera hier zu Demo-Zwecken in der Hand haben wollte, brauchte ich eine andere. Das heißt, das ist tatsächlich der Pocket 2, der mich gerade filmt, angeschlossen mit Lavalier-Mikrofon. Erster Versuch damit. Ich hoffe, es funktioniert. Mein erster Versuch im eigentlichen Sinne hat nicht funktioniert, weil ich nicht aufgenommen habe. Warum auch immer. Das wäre eigentlich in meinem Labervideo gewesen. Aber hat nicht sollen sein. Jetzt quasi hier der richtige erste Versuch. Ich hoffe, der Ton ist in Ordnung gewesen. Und ich hoffe, ich kann morgen sowohl den Filter bei schönem Wetter testen und die Filter für die Drohne. Bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Bis denn. Ciao.